Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Ich habe für euch heute etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Geschwisterduell dabei. Und zwar haben wir hier den Citroën Grand C4 ex Picasso, jetzt Space Tourer, und den neuen Citroën Berlingo. Beide kämpfen um die Gunst familiengeführter Haushalte und unter anderem auch um Freizeitaktivitäten, Junkies, die viel Platz benötigen. Die Frage ist nur, welcher der beiden Franzosengeschwister ist für mich jetzt in meinem Fall als Zwillingsvater das bessere Fahrzeug? Ich würde sagen, wir finden das einfach mal in einem kurzen Vergleichstest raus. Viel Spaß! Ja, schauen wir uns die Fahrzeuge doch mal ein wenig von der Seite an, denn die ist in meinen Augen das offensichtlichste Erkennungsmerkmal. An der Front haben wir ja beide das ähnliche Gesicht, und zwar haben wir mit dem Berlingo lediglich einen etwas höheren Front, das heißt, das sehen wir auch hier, während der C4 deutlich flacher ist. Ansonsten die seitlichen Aufbauten erkennt man natürlich auch, dass wir hier einen Hochdachkombi haben beim Berlingo und hier den klassischen Van. Der Grand C4 Space Tourer streckt sich über 4,60 Meter Gesamtlänge, während zum Beispiel der Berlingo M, den wir hier haben, lediglich mit 4,40 Meter die kürzere Variante ist. Wenn wir das Ganze natürlich dann im Stadtverkehr beide miteinander fahren, merkt man die 20 cm natürlich durchaus immer wieder beim Ein- und Ausparken, auch wenn beide optional mit Parkassistenten daherkommen. So ist es immer wieder doch ganz praktisch, wenn man nochmal diese 20 cm bei Parklücken sparen kann. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch das Citroën Berlingo, wenn wir ihn schon hier sehen, dass wir uns hier mit einer Schiebetür behelfen können, um die Kinder ein- und auszuladen. Sowohl als auch beim Grand C4 haben wir natürlich das Problem, dass wir hier diese klassischen Van-Türen haben, die zwar sehr, sehr groß ausgeschnitten sind, aber auch eben
na, sagen wir mal, rund einen Meter Platz benötigen zur Seite, wenn man sie denn komplett öffnen müsste, im Gegensatz zu ein paar Zentimetern die mit der Schiebetür. Der Einstieg ist bei beiden etwas erhöht, wobei natürlich der Berlingo hier nochmal die erhöhtere Sitzposition von beiden genießt. Somit thront man im Berlingo schon etwas über der Straße, während man hier im Citroën, im C4 Space Tourer durchaus das normale Kombi- und Wagen- oder normale Van-Feeling hier bekommt. Schauen wir uns zunächst den Kofferraum vom Citroën Grand C4 Space Tourer genauer an. Er ist jetzt nicht ganz sauber, ist auch wirklich mein Privatwagen, den ich hier nutze. Und deswegen schauen wir einfach mal, was hier so geboten ist. Ich habe mir für euch extra einmal ein Maßband mitgenommen und mir ein paar Werte aufgeschrieben oder ausgemessen, die ich euch jetzt nennen würde. So haben wir tatsächlich an... Schauen wir mal, die Ladelänge maximal, wenn wir die Rückenlehne hier umlegen und den Beifahrersitzlehne umlegen, jetzt können wir maximal 2,50 Meter lange Gegenstände hier einladen. Wenn wir alles umlegen und bis komplett nach vorne durchladen, laden wir bis zur Beifahrerrücksitzlehne, dann kommen wir auf 1,95 Meter Ladelänge. Wenn wir hier hinten an diese Rückenlehne gehen, haben wir dadurch, dass sie in der Länge verschiebbar ist, entweder 100 cm, also 1 Meter oder 1,16 Meter Ladelänge. Wie das Transportgut darf maximal hier 98 cm hoch sein. Hier in der Breite haben wir 112 cm zur Verfügung. Und wer jetzt tatsächlich auch noch die Ladekante haben möchte, die ist beim Grand C4 Space Tourer 55 cm hoch. In Literanzahl haben wir hier 704 Liter oder maximales Ladevolumen im Heckbereich, wenn wir die Rücksitzbank nach vorne schieben, aber nicht umlegen. Und wenn man jetzt nach praktischen Erfahrungen fragt, ich habe hier tatsächlich stets mit meinem Zwillingskinderwagen von TFK oder aber jetzt mit meinem Zwillingsbuggy überhaupt keine Probleme und selbst eine lange Urlaubsfahrt, 700, 800 Kilometer mit Kindergepäck und Reisegepäck für die Eltern, stellt den Wagen hier auf keine größeren Herausforderungen. Ja, auch beim Citroën Berlingo haben wir natürlich Maß genommen und hier sehen wir auch schon, dass der Wagen deutlich quadratischer aufgebaut ist. Ein besonderes Highlight möchte ich euch natürlich noch nicht vorenthalten. Das ist hier diese Dachbox, die wir haben, die es optional gibt mit dem Glashimmel. 10 Kilo können wir hier einladen. Da passen auch wirklich alle möglichen Krimskrams-Sachen rein. Von innen ist das Ganze auch zu entnehmen mit zwei Schiebefenstern für die Kinder. Ich persönlich fand es super praktisch. Windeln einfach rein, kleine Jacken rein, über das Glasheckfenster hinein. Und das Thema ist hervorragend gelöst. Und dann sind die wichtigsten Utensilien schnell und griffbereit, ohne dass man tatsächlich die Kinder wecken müsste, wenn man die große Heckklappe auf und zu macht. Machen wir aber mal die Klappe hier zu und schauen uns die Messwerte genauer an. Wir haben hier innen eine Breite von 1,19 Meter. Das heißt also, wir haben hier schon mal 7 cm mehr Innenbreite als beim Space Tourer. Dann haben wir eine Ladehöhe bis hier oben von 1,05 Meter. Also wir lassen mal 1 Meter. Das heißt, wir gewinnen hier nochmal 2 cm gegenüber dem C4 Space Tourer. Und dann haben wir die Ladelänge genommen bis zu den Rücksitzen. Dadurch, dass die nicht verstellbar sind, sondern lediglich umlegbar, ergibt sich hier einzig eine maximale Länge von 98 cm. Das heißt also, das Ganze ist tatsächlich etwas kürzer als im C4. Wenn man aber dann tatsächlich den Rücksitz umlegt, dann und bis zur Rückenlehne des Beifahrersitzes vorlädt, dann kommen wir schon auf 1,87 Meter.
80, sind aber dann immer noch hinter dem C4 Space Tourer. Einzig, Beifahrerlehne umlegen, dann darf tatsächlich bis zu 2,70 Meter Gegenstände kommen dann hier hinein. Und da gewinnt dann tatsächlich auch wieder unser Berlingo. In Litern haben wir jetzt 775 Liter Kofferraumvolumen als Standardvolumen hier hinten. Und damit schlägt er den C4 Space Tourer um rund 70 Liter. Was kann ich euch sonst noch sagen? Ganz klar, ich habe hier wirklich auch alles reingebracht, auch Zwillingskinderwagen. Hier gar kein Thema. Sehr schön, vor allem dieses extrem praktische. Und jetzt kommt das Highlight des Ganzen, ist natürlich die Ladekante, die deutlich niedriger ist. Denn wir haben hier eine 46 cm hohe Ladekante gegenüber 55 cm, wie eben gerade gesagt, beim C4 Space Tourer. Das heißt, die Gegenstände und diese Kinderwagen müssen hier deutlich weniger hoch gewuchtet werden. Ansonsten fällt natürlich auch auf, dass diese Dachbox hier oft im Weg ist, wenn man dann tatsächlich sehr hohe Gegenstände hat. Wer aber einen Kinderwagen hier reinstellen möchte, einen Einzelkinderwagen, ohne ihr großartig ihn zusammenzuklappen, das würde auch gehen, habe ich sogar auch schon getestet, geht ebenfalls. Ja, gehen tut relativ viel, aber ich würde sagen, beim Auto fahren wir doch lieber. Und dann schauen wir uns jetzt noch mal kurz so ein bisschen die Innenräume an und dann gebe ich euch noch meinen kleinen Fahreindruck dazu. Ja, wir schauen uns zunächst einmal den Citroën Grand C4 Space Tourer innen an. Hier in der gehobensten Ausstattungsvariante Shine. Wir haben hier ein sehr simples und typisches Citroën Lenkrad, relativ groß, ein dünner Lenkkranz mit sehr weichem Leder. Die Bedienelemente hier sind auch klar strukturiert. Wir haben hier links komplett alles, was sich um den Tempomaten dreht. Rechts haben wir alles, was Audio und Telefon betrifft. Das heißt, hier laut und leiser, hier das Skippen der einzelnen Tracks oder aber das Radiosender. Wir haben hier unten das Mediasystem untergebracht mit einem 7 Zoll Schirm. Touch-Bedienung hier an den Seiten haben wir hier drüben mit Direktwahltasten. Ist nicht sonderlich gut aufgelöst, ist auch schon eine etwas ältere Generation. Die TomTom-basierten Karten können in Live-Time, also mit Real-Time-Traffic-Informationen gefüttert werden, brauchen dazu aber einen Internetzugang, den man im Fahrzeug geben kann oder freischalten kann gegen eine Gebühr. Dann natürlich das wichtigste und auch zentralste Element ist hier unter dieser riesigen Hutze das 12,3 Zoll große HD-Display, welches das Kombi-Instrument darstellt mit allen möglichen Anzeigeoptionen. Man kann sich das individuell ein wenig zusammen konfigurieren, ist auch recht gut aufgelöst, deutlich besser aufgelöst als hier unten das Display. Das fällt auf alle Fälle auf. Man könnte allerdings oder man würde sich fast wünschen, dass die Kartendarstellung von hier unten in Farbe hier oben drinnen ist. Das kann man leider nicht so gut darstellen lassen, sondern einfach nur relativ pixelig. Das finde ich nicht so schön gelöst. Was auffällt, ist hier eine klare Struktur. Hier unten zentral angeordnet der Schalthebel für oder der Drücktaster für die elektronische Parkbremse. Den Parkassistenten können wir hier direkt aktivieren. Sehr, sehr schön. Wir haben hier auch noch ein schönes Ablagefach. In dem Ablagefach gibt es dann auch eine 230 Volt Steckdose oder aber die USB-Buchse für Apple CarPlay oder Mirrorlink oder Android Auto. Wir haben hier in der Mitte eine große Konsole, wo alles Mögliche an Krimskrams hineingeht. Wir haben noch ein recht großes Handschuhfach hier. Die Materialien sind wirklich gut, alles aufgeschäumt und weich, auch ordentlich verarbeitet. Sehr schön auch so ein bisschen dieses Abgesetzte hier, wo man so ein bisschen die Hand drauflegen kann zum Bedienen. Mag ich sehr gerne mit dem Automatikwählhebel. Der ist hier hinter dem Lenkrad, da muss man sich ein bisschen zurechtfinden. Wer Mercedes-Fahrer ist, der kennt das allerdings schon seit längerem und hat auch damit sicherlich dann keine Probleme. Aber ich denke, ein Mercedes-Fahrer würde jetzt nicht auf dieses Fahrzeug gehen. Auch ein interessantes Feature ist die Panorama-Windschutzscheibe, die wir hier haben. Das heißt, wir können hier die Sonnenblende durchaus noch ein Stück nach hinten ziehen. Dann wird das Ganze hier nochmal deutlich luftiger und lichtdurchfluteter Innenraum.
Das fällt auf alle Fälle auch während der Fahrt auf. Na, ansonsten schränkt es ein bisschen die Kopfhöhe ein. Das Fahren ist auch so eine Geschichte hier, denn der Wagen ist ein äußerst Komfortfetischist. Man merkt es wirklich, alles wird hervorragend glatt gebügelt, sowohl übelste Verwerfungen als auch Kanaldeckel, das filtert das Fahrwerk hier wirklich sehr, sehr gut hinaus. Auch auf langen Strecken sehr, sehr entspanntes Reisen. Ein Innengeräuschpegel, der sehr, sehr niedrig ist und so das Reisen mit hohen Geschwindigkeiten auch durchaus ermöglicht mit niedrigem Geräuschpegel. Vor allem die Lenkung ist sehr, sehr leichtgängig. Es ist ein sehr, sehr geringer Wendekreis, den das Fahrzeug hat. Dadurch ist es extrem wendig und fühlt sich wirklich sehr, sehr handlich an. Auch die Bremsanlage ist sehr, sehr standfest und wirklich gut an Dosierbarkeit. Okay, da fehlt es ein bisschen an Rückmeldung, genauso wie die gefühlslose Lenkung, die wir hier haben. Sie ist einfach nur lediglich dem Gedanken des Komforts angeeignet, aber hat jetzt wenig mit Rückmeldung oder Ähnlichem zu tun. Auch die Sitze, man rutscht sehr auf den Sitzen hin und her, es gibt kaum Seitenhalt. Sie sind aber super bequem, auch auf langen Strecken. Und da schließt sich dann wiederum der Langstreckencharakterkreis des Citroën Grand C4 Space Tourer. Ja, ich bin jetzt umgestiegen in den Citroën Berlingo. Wir haben hier auch die oberste Ausstattungslinie Schein verbaut in unserem Testwagen. Was auffällt ist, das Ganze wirkt hier schon mal deutlich schlichter im Innenraum, deutlich ja, robuster und auch etwas, na, fast schon ein bisschen spartanisch, aber auch aufgeräumter. Denn wir haben hier zum Beispiel ein Kombi-Instrument mit analogen Instrumenten, ein kleines Bordcomputerfensterchen zentral angeordnet, alles hervorragend ablesbar. Wir haben hier sogar noch ein Head-Up-Display verbaut. Hier haben wir einen großen 8 Zoll Schirm, der deutlich besser aufgelöst ist als der kleine Bildschirm im Grand C4 Space Tourer. Wir haben hier auch eine Klimaautomatik, die separat ausgelöst ist hier aus diesem Infotainment-System, was ich sehr begrüße, denn ein eigenes Klimabedienteil hat doch durchaus einige Bedienvorteile, das muss man ganz klar sagen. Insgesamt fällt auf, dass der Citroën Berlingo vor allem auch das deutlich modernere Fahrzeug gegenüber dem C4 ist. Denn man bekommt hier bessere Assistenzsysteme, mehr Assistenzsysteme. Zudem ist der Wagen hier auch das deutlich geräumigere Fahrzeug. Denn wir haben hier sehr, sehr viele Ablagen. Hinten ein Ablagefach, hier ein Cupholder, hier eine Induktivladeschale, die ich beispielsweise beim Grand C4 Space Tourer nicht bekomme. Wir haben hier ein riesiges Ablagefach, ein Handschuhfach. Hier unten nochmal ein Handschuhfach. Wir können uns zusätzlich noch eine große Mittelkonsole ordern, wo dann auch der Raum hier gefüllt werden kann mit Utensilien. Das heißt, das Ganze ist dann auch hier nochmal deutlich geräumiger, noch mehr Ablagen. Ansonsten fällt aber natürlich auf, dass diese Materialien hier deutlich robuster sind. Das sind keine aufgeschäumten Materialien, sondern tatsächlich Hartkunststoffe, die aber dafür natürlich deutlich besser zu pflegen sind als eventuell als im Grand C4, denn man hat hier ein deutlich leichteres Abwaschen oder ein deutlich besseres Staubwischen als mit diesen strukturierteren, weicheren Materialien. Nichtsdestotrotz, beim Fahren muss man auch ganz klar sagen, fällt schnell auf, dass der Wagen doch eher ein wenig, ja, wie soll ich sagen, kastenmäßig unterwegs ist. Also einen kleinen Nutzfahrzeugcharakter kann er halt einfach nicht leugnen. Auch wenn jetzt der neue Berlingo hier erstmals auf einer Pkw-Plattform aufbaut, merkt man hier dennoch, der Wagen hat durch den höheren Schwerpunkt mehr mit der Karosserie zu arbeiten. Er neigt sich deutlich stärker bei Kurvenfahrten. Auf der Autobahn, auch durch diesen schlechteren CW-Wert, deutlich lautere Innengeräusche als beim Grand C4. Man merkt, dass der Motor hier auch etwas mehr zu kämpfen hat. Der Berlingo wiegt leicht mehr als der Grand C4, interessanterweise sogar. Und auch ansonsten ist er hier schlicht und ergreifend einfach das robustere, vielleicht auch schlichtere Fahrzeug, was gefühlt einfach eine Klasse nochmal unterhalb des Grand C4 ist.
Von den Platzverhältnissen ist ja bereits aufgefallen, dass wir zwar innen eine etwas größere Abmessungen haben und auch hier schlicht den praktikableren der beiden haben. Beim Fahren merkt man davon aber auch, dass einfach schlicht der Grand C4 erwachsener wirkt. Ja, Citroën gegen Citroën würde ich einfach mal sagen. Die große Frage ist nur, quadratisch praktisch gut oder eher komfortabler Reiselimousine? Ja, welchen von beiden ihr nutzen wollen würdet, das liegt natürlich in euren Punkt. Aber budgettechnisch sieht es wie folgt aus. Wenn man beide mit dem 130 PS Dieselaggregat nimmt, dann ist der Berlingo 400 Euro günstiger als der Grand C4 Space Tourer. Ich muss aber sagen, ich würde wahrscheinlich zum Grand C4 Space Tourer greifen, auch wenn es das etwas ältere Fahrzeug ist. Ich bekomme nicht so viele Assistenzsysteme, die auch im letzten Stand so modern sind wie im Berlingo. Der Platz, der hier vom Grand C4 Space Tourer geboten wird, auch für mich als Zwillingsvater, ist vollkommen ausreichend. Ich habe den Wagen bereits seit knapp 24 Monaten schätzen gelernt und bin auch der Meinung, er ist in dem Segment schlicht und ergreifend einfach unschlagbar, was das Preis-Leistungs- und Platzverhältnis angeht. Wenn man sich den Berlingo jetzt anschaut, der ist der neue hier, er begeistert mich auch mit seiner Praktikabilität, denn so viele Ablagefächer, wie der Berlingo bietet, bietet hier wohl auch keiner und da kommt auch kein normaler Van gegen an, gegen diese Hochdach-Kombi-Klasse. Welchen Antrieb würde ich hier nehmen? Ich würde hier wahrscheinlich sogar tatsächlich den hier zum Test stehenden PureTech 110 nehmen, den Benziner. Der macht seine Sache wirklich sehr, sehr gut. Ist zwar ein etwas langsames Aggregat. Wer den 130 PS Diesel nimmt, der hat hier dann gleich die Top-Motorisierung. Beim Grand C4 Space Tourer sieht es allerdings anders aus. Da gibt es den PureTech 130 als einzigen Benziner. Dann gibt es den Blue HDI 130 und dann gibt es noch den Blue HDI 160. Das ist der Punkt, den 160 PS sollte man sich dann auch hier sicherlich gönnen, vor allem wenn man ihn oft als Reisefahrzeug einsetzt. Welchen von beiden würdet ihr denn eigentlich nehmen? Hochdachkombi oder klassischen Van? Warum würdet ihr euch für den jeweiligen entscheiden? Mich würde es interessieren, schreibt es mir unten gerne in die Kommentare. Wenn euch der Test gefallen hat zudem und wir noch weitere Vergleichstests im Familiensegment machen sollen, schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare, dann schauen wir, vielleicht können wir da sogar was einrichten. Tschüss und Servus, der Ubi.